Hallo Leute und willkommen hier bei MeUpperCat. Ihr seht es, ich packe hier wieder eine Überwachungskamera aus. Und zwar eine besondere, wie ich finde, denn die ist sowas von günstig und bietet alles, was ich und vielleicht auch ihr euch erwartet von einer Outdoor-Überwachungskamera. Erst einmal der Preis, 69,99 € habe ich hierfür gezahlt, 70 €. Und das Ding ist kabellos, solarbetrieben, bietet euch Nachtsicht und allen Schnickschnack, den man eigentlich so erwarten kann. Ja, da war ich doch schon mal gespannt, ob das Teil hier etwas taugt. Während ich hier weiter auspacke, gibt es mal die technischen Daten für euch. Maximalauflösung, okay, die ist etwas eingeschränkt mit 1080p. Das Ganze wird über WLAN verbunden, aber Obacht, nur 2,4 GHz WLAN mit 5 GHz funktioniert das Ganze nicht. Wie gesagt, kabellos, der eingebaute Akku, wenn er voll ist, hält bis zu 3 Monate und er wird mit einer mitgelieferten Solarzelle kontinuierlich aufgeladen. Das heißt, ihr müsst das Ding, außer ihr hängt es irgendwo hin, wo gar keine Sonne hinscheint, niemals aufladen. Tolle Sache, quasi wartungsfrei. Das mag ich gerne. Es ist auch alles dabei, was man zum Befestigen braucht. Ne? Schrauben, Dübel, Halterungen für das Solarpanel. Also das Rundum-Sorglos-Paket. Natürlich gibt es auch eine Nachtsichtfunktion per Infrarot als auch mit eingebauter LED-Bestrahlung. Beides geht etwa so auf 7 Meter Reichweite. Das heißt, die LEDs strahlen etwa 7 Meter weit, dann habt ihr eine Nachtfarbsicht. Oder ihr sucht euch dann die, sage ich mal, unauffälligere Nachtsicht aus per Infrarot. Geht auch so etwa 7 Meter weit das Ganze. Tja, und dann gibt es natürlich auch noch eine Gegensprechfunktion, eine Benachrichtigung, wenn Bewegung festgestellt wird. Die Alarmfunktion, ne, dass die LEDs blinken und es einen Sirenenton gibt. Alles, was man so von diesen Überwachungskameras kennt. Und selbstverständlich die passende Smartphone-App dazu. Also, ja, da ist schon verdammt viel dabei und ihr könnt echt viel überblicken, denn die Kamera ist, wie gesagt, drehbar, 360 Grad. Also da könnt ihr wirklich einmal rundum schauen und 80 Grad kann sie von oben nach unten gestellt werden. Tja, gibt es noch irgendetwas, was ich hier vergessen habe, was man vielleicht braucht? Ich glaube es nicht und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie die so direkt aussieht. Ich erkläre euch ein paar Funktionen und wie gut das mit dem Setup-Prozess funktioniert hat. Übrigens kann die Speicherung der Aufnahmen auf zwei verschiedene Arten geschehen. Einmal hier unten, dort könnt ihr eine Speicherkarte einsetzen. Dort ist auch der Reset-Button, falls ihr das Ganze mal zurücksetzen möchtet. Oder ihr könnt Cloud-Speicher buchen beim Hersteller. Ja, ich würde es auf SD-Karte speichern, wenn ich ehrlich bin. Aber ihr habt ganz frei dann die Wahl. Hier unten wird dann angeschlossen einmal das Solarpanel. Ihr seht das, da ist ein ganz normales Micro-USB-Kabel dran. Das kann man hier einstöpseln. Hier nebendran hätten wir nochmal, also erstmal hier, das ist der Ein- und Ausschalter. Ne? Damit kann man die Kamera entweder komplett deaktivieren oder wieder einschalten. Oder hier könnt ihr auch nochmal ein separates, wenn ich es aufbekomme, ein separates Ladegerät anschließen. Also man kann es mit so einem Ladegerät laden oder über Micro-USB. Da habt ihr also die freie Auswahl. Der Lautsprecher, der verbirgt sich hier hinten und der ist laut, klingt aber, naja, aber er ist laut. Ne? Das ist ja auch schon mal was Feines. So, dann will ich euch kurz mal zeigen, wie das Ding hier bedient wird mit der App. Und zwar ist das die U-Box App. Ihr müsst euch dort natürlich einen Account machen, wie eigentlich bei jedem Gerätchen. Und dann seht ihr schon direkt hier, wenn ich reingehe, habe ich hier die Live-Ansicht. Und hier unten kann ich hin und her wechseln, entweder zum Cloud-Speicher, wenn ich ihn dann gekauft habe, oder hier zu der Bedienung. Und hier kann ich dann die Kamera drehen. Ja, da seht ihr das, ich schwenke hier einfach mal ein bisschen rum. Die Auflösung ist jetzt hier noch nicht so groß, die habe ich jetzt auf SD stehen. Die stelle ich gleich nochmal um. Also nach rechts, nach links. Also es würde noch weitergehen. Und dann ist das Ganze natürlich nochmal schwenkbar in die eine und in die andere Richtung. So, ja, da verstecke ich mich jetzt mal dahinter. Ja, da könnt ihr das sehen. Also da kann man echt quasi jeden Winkel mit erreichen. Ich stelle jetzt mal hier oben um. Ihr seht, oben links steht noch SD und jetzt habe ich auf HD umgeschaltet. Und ich kann auch das Ganze im Querbildmodus nutzen, lasse ich aber im Moment. Hier bei Speed, das finde ich auch cool. Da kann man einstellen, wie schnell hier geschwenkt werden soll. Ich hatte das eben auf hoch und jetzt habe ich es auf niedrig. Und ihr seht, jetzt wird hier sehr viel gemächlicher geschwenkt. Und wenn ich das wieder auf hoch stelle und OK mache, dann geht es hier wesentlich flotter. Ich finde das Flottere, ehrlich gesagt, ein bisschen besser.
Ja, das sind schon mal ganz coole Funktionen. Ihr könnt natürlich dann auch hier reinhören und mal hören, ob sich da irgendwie was tut. Ne? Dann habt ihr hier die Gegensprechfunktion, die ich jetzt lieber mal weglasse, sonst gibt es hier eine ganz böse Rückkopplung. Ihr könnt manuell Aufnahmen starten oder Fotos machen. Und ihr könnt hier nochmal wechseln zwischen der Nachtsichtfunktion per Scheinwerfer, ne? Also hier sind ja 4 LED-Lichter drin, oder eben per Infrarot, das ist auch hier versteckt, das Infrarotlichtchen. Also da ist echt alles drin und der Knubbel hier übrigens, das ist der Bewegungsmelder. Ja, so soll das doch sein. Also die Bedienung ist echt kinderleicht. Oben sehen wir einmal Akkuzustand, ob das Ganze mit dem WLAN verbunden ist. Und hier gibt es nochmal ein paar Dinge, die man einstellen kann. Die Speicherverwaltung zum Beispiel von Cloud auf SD-Karte und so weiter. Ihr könnt Szenen erstellen, wo, keine Ahnung, entweder per Nachtsicht oder nicht per Nachtsicht gemacht wird. Ihr könnt alles Mögliche einstellen. Da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Alles, was man so braucht. Und was ich auch noch brauche, ist mal ein besseres Bild. Also gehe ich mal hier in den Querbildmodus rein. Da könnt ihr noch mehr von mir sehen. Und auch da habe ich hier die Bedienelemente und kann hin und her schwenken. Ja, das ist echt schön und funktioniert einfach wunderbar. Also da gibt es nichts dran zu meckern. Und wir können auch zoomen. Och Gottchen, wo habe ich denn hingezoomt? Dahin, wo man nichts erkennt. Hier auf meinen Scheinwerfer jetzt zum Beispiel. Ne? Also ihr seht schon, das klappt echt gut mit der Übertragung. Und die war auch sehr, sehr stabil bei mir immer. So, ich wechsle nochmal zurück. Und was es eben auch noch dabei gibt, ist natürlich die Mitteilung, wenn hier eine Bewegung registriert wird. Hier, jetzt wird zum Beispiel eine Bewegung registriert und dann kommt hier ja, direkt auch mal ein Hinweis. Oder er käme auf meine Uhr, hätte ich jetzt nicht mein Smartphone gerade gehabt. Hier könnt ihr es sehen, Smart Camera Activity Detected. Und dann kann ich das entweder stumm schalten oder auf später schalten und oder mir direkt anschauen, was war denn da los. Oder wenn ich das nochmal mache, ich mache hier eine kleine Bewegung. Seht ihr, hier kommt direkt eine Mitteilung mit Bild auf die Apple Watch drauf. Oder wer keine Apple Watch jetzt zum Beispiel hat, sondern eine Android-Uhr. Na, komm, da bewegt sich nochmal was. Der bekommt auch hier dann eine entsprechende Anzeige, dass sich was bewegt. Da ist sie schon Smart Activity Detected, leider in dem Fall ohne Bild. Also das klappt sehr, sehr gut. Von der Bedienung her prima. Von der Einrichtung der App, boah, ich sag's euch, der Setup-Prozess, der war einfach mal genau so, wie ich mir das wünsche. Der war kinderleicht. Er war gut erklärt, alles hat beim ersten Mal funktioniert und das ganze Bedienen hier, das ist einfach selbsterklärend. Die ganzen Menüs, die sind nicht überfrachtet, die sind wirklich fein gemacht. Da bin ich sehr, 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 sehr positiv von überzeugt. Das ist hier, Daumen hoch in die Kamera, wirklich gut gemacht. Setup-Prozess, absolut stress- und frustfrei. App, wunderbar. Die Erkennung funktioniert echt gut. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Bilder, die ich hier gemacht habe während der Aufnahmen. Und zwar seht ihr erstmal hier ein paar Nachtaufnahmen. Und zwar einmal hier mit LED-Beleuchtung. Ne, da kann man das schön sehen, dass da eben eine Farbnachtsicht möglich ist. Ja, kann man machen. Braucht natürlich, glaube ich, so ein bisschen mehr Akkulaufzeit. Aber wir haben ja das Solarpanel, wird ja alles wieder aufgeladen. Und hier habt ihr noch mal ein paar Beispiele, wie das dann aussieht mit der Infrarot-Nachtsicht. Die ist natürlich etwas weniger, ich sag mal, störend, denn Infrarot sieht man ja mit dem bloßen Auge nicht. Da sieht man nur, dass hier was Rotes leuchtet, aber da wird nichts großartig angestrahlt. Mit den großen Antennen hatte ich auch jederzeit guten Empfang. Natürlich kann es sein, je nachdem wie weit das von eurem Router weg ist, dass ihr da vielleicht irgendwie eine Signalverstärkung braucht für den Router. Aber ich hatte da absolut gar kein Problem. Also Reichweite war wirklich gut bei mir. Und ja, dann hängt sie halt da draußen. Sie ist natürlich schön wasserdicht. IP65, glaube ich. Also Spritzwasser, Regen, alles gar kein Problem. Kann immer draußen hängen, das Teil. Ja, was soll ich euch großartig erzählen? Ich bin hiervon wirklich sehr, sehr überzeugt. Einzig und allein, wo man jetzt sagen kann, jo, da merkt man vielleicht hier, dass es ein bisschen günstig ist, das Teil. Der Kunststoff, ne, der fühlt sich jetzt ehrlich gesagt nicht so super hochwertig an. Der fühlt sich schon eher, sage ich mal, günstig an, aber die ganze Technik,
die funktioniert und sie funktioniert richtig gut. Und gerade weil hier auch so ein Solarpanel dabei ist, das man auch für andere Dinge übrigens nutzen kann, ne, funktioniert nicht nur hier mit dem Teil, finde ich super praktisch, denn nervig ist das schon, wenn man dann Kameras immer wieder aufladen muss. Man muss dran denken. Sollte bei der trotzdem mal hier irgendwie der Akku zur Neige gehen oder ein bisschen schlapp machen, dann wird man natürlich auch hier per Benachrichtigung kurz informiert und dann wird gesagt, hier Akkustand nur noch 20%, lad doch mal auf, aber sollte eigentlich echt nie vorkommen. Also kommen wir zum Fazit für diese ja, echt gute Outdoor-Kamera. Wie viele Daumen hoch gibt es von mir? Auf jeden Fall einen Daumen hoch, weil die Einrichtung so gut funktioniert hat. Und den zweiten Daumen, den gibt es auch noch mal hoch. Preis-leistungsmäßig wird hier für 70 Euro, Leute, echt gut abgeliefert. Mehr braucht man nicht. Ihr habt, na gut, vielleicht braucht der eine oder andere noch mal eine 4K-Bildauflösung. Gibt es auch. Ne, 2K gibt es auch. 4K gibt es gar nicht. Ich glaube, für 100 Euro gibt es hier 2K. Aber ich bin mit den 1080p eigentlich zufrieden. Man kann alles gut erkennen. Aber wie gesagt, ihr könnt auch 2K kriegen für 30 Euro mehr insgesamt. Schaut mal unten in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch das alles. Aber die bietet wirklich ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Und ich habe da nicht viel dran zu meckern. Alles funktioniert, es war einfach und ja, eine echt gute Überwachungskamera, mit der man eben auch hier viel im Blick behalten kann. Dadurch, dass sie eben so ein weites Sichtfeld hat und drehbar ist. Schaut es euch an, so weit geht's rum. Prima, prima, prima. Absolute Kaufempfehlung von mir. Wer für wenig Geld viel Überwachung und viel überblicken möchte, ja, damit könnt ihr das machen. Von mir gibt es eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Die spreche ich auch nicht allzu oft aus. Also, das wäre es gewesen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Me Apple Cat. Macht's gut!